es war doch Ihre Idee, das mit der Gerechtigkeit und so. Mein Gott, begreifen Sie denn nicht, es geht um ein Menschenleben. Na und? Ist das vielleicht unsere Schuld, haben wir auf ihn geschossen? Die anderen brauchen bloß mitzumachen bei uns. Mehr wollen wir ja gar nicht. Ist das vielleicht unvernünftig? Nein. Ist es ungerecht? Nein. Ist es undurchführbar? Nein. Also bitte. Es gibt Situationen, wo man verdammt wenig davon hat, wenn man recht hat. So reden Sie doch der Frau Fenris nicht immer drein. Jetzt will ich Ihnen einmal etwas sagen, Fräulein Dunkelstern. Kommandieren tut allemal der, dem die anderen parieren müssen. Und das bin ich. Ich hab die Anteile und ich mach damit, was mir passt. Ich hoffe, Sie haben mich verstanden. Geben Sie mir jetzt meinen Anteil. Herr Freilich, darauf können Sie lang warten. Das ist verbrecherisch. Oh, hast du das gehört, Paula? Das Fräulein Ziegengescheit wird auch noch frech. Direkt unverschämt, Frau Fenris. Hau dir eine hinein, Paula. Ich? Wird von Paula. Das werden Sie nicht wagen, Fräulein Holt. Wird von Paula. Ich kann das nicht. Hau dir eine hinein. Verzeihen, Fräulein. Fräulein Dinkelstern. Sie Scheusal. Sie hätten also gerne unsere Anteile. Ich bestehe darauf. Dann hauen Sie der Paula eine hinein. Das werde ich nicht tun, Sie Ungeheuer. Ja, wenn Sie natürlich ein edler Mensch sind, dann kann man nichts machen. Ich werde die anderen um Hilfe holen. Man wird Ihnen die Anteile abnehmen, wenn nötig mit Gewalt. Schämen Sie sich! Außerdem findet Sie keiner die Anteile, weil ich sie nämlich versteckt habe. Gut versteckt. Aber ich gebe sie Ihnen. Sie brauchen bloß der Paula eine hineinhauen. Schon gebe ich sie Ihnen. Entschuldigen Sie, Fräulein Allen, es geht jetzt hier um mehr als um unsere Würde. Ich lasse mich nicht gefallen. So ist es gut. Ihr braucht mir bloß alle zu folgen. Schon wage ich euch wieder. Geben Sie mir meinen Anteil. Anteil? Ich weiß nichts von irgendwelchen Anteilen. Oh mein Gott, Anna, was ist mit Ihnen geschehen? Man soll es tatsächlich nicht glauben, wie blöd ein einzelner Mensch sein kann. Sie glauben an meine Einfältigkeit? Ich nicht. Sie glauben an eine Erbschaft und das ganze Breborium? Ich nicht. Es ist Zeit, dass ich Ihnen das einmal deutlich sage. Jahrelang bin ich abhängig gewesen von der sogenannten Freundlichkeit der anderen. Aber jetzt! Fräulein Dinkelstern, jetzt ist das anders. Jetzt müsst ihr nach meiner Pfeife tanzen. Und das gefällt mir. Mich sitzt hier wie die Made im Speck. Und ich bin noch lange nicht satt. Ich wollte doch nur das Beste für